Moin moin Leute, hier ist Janis hier und willkommen zu einer neuen Folge Let's Play One Piece Treasure Cruise japanische Version. Heute ist Mihawk da, aber nicht nur ganz normal Mihawk, denn wir haben etwas, was bis jetzt noch spezial zu der japanischen Version ist. Und zwar, wir haben ein doppeltes EXP Mihawk Event. Für alle, die es noch nicht gesehen haben, ihr werdet auf jeden Fall eine sehr, sehr hohe Zahl bei den EXP sehen. So viel kann ich euch schon mal versprechen. Die doppelten EXP sind auf allen Extrainseln. Ich gehe da mal eben rein, denn ich habe das Team schon vorbereitet hierfür. Für Mihawk. Und ihr seht schon, überall ist EXP mal 2. Also wirklich, das Gute ist auch, China bringt ungefähr so viel wie der Mihawk 40 Stamina. Also das ist wirklich heftig. Hier bringt also wirklich sehr, sehr viel, sehr, sehr viele Sachen, bringt wirklich sehr, sehr viel XP. Und ihr werdet das auch gleich sehen. So eine Runde Mihawk gibt mir knapp 25% von meinem Level, also das ist schon wirklich sehr, sehr heftig. Ich würde sagen, wir gehen gleich rein, denn ich habe etwas zu erzählen, und zwar ein kleines, was heißt Recap, so eine kleine Zwischenmeldung. Ich habe euch ja damals, oder was heißt damals, ist schon ein bisschen her, auf jeden Fall habe ich euch da ja gefragt, nach guten Animes zum Angucken. Und ich habe gestern mit Sword Art Online angefangen und, also was jetzt angefangen, die erste Folge habe ich schon gesehen. Und also habe ich von Folge 2 bis fast zum Ende von Alfswelt, zweite Season ist sozusagen, aber immer noch in der ersten Staffel. Also ich bin fast durch, mir fehlen noch irgendwie 3 Folgen. Ich hatte ein bisschen Freizeit und wow, ich habe die einfach alle nacheinander angeguckt. Das war echt genial, also ja, wie gesagt, das war einfach ein Sonder, ich hatte viel Zeit und wow, Alter, ey, das ist, ich war einfach so weggehauen von der Story, ne, aber gut, ich fange jetzt erstmal an. Ich habe also ab der zweiten Folge geguckt, die erste Folge war ja sozusagen eigentlich nur das Tutorial sozusagen, also was exakt alles passieren wird. Wie gesagt, ich denke, ich werde ein bisschen spoilern, ich weiß aber, wie gesagt, ich werde erstens nicht die Namen sagen, weil ich mir nicht alle Namen gemerkt habe. Also da müsst ihr dann gucken, falls ihr denn, also ich bin noch nicht über Season 1 hinaus, ich bin noch nicht mal mit Staffel 1 ganz durch, also, ja gut, Season 1, ich weiß ja nicht, auf jeden Fall mit Staffel 1 bin ich noch nicht ganz durch, fehlen mir noch 3 Folgen. Denn ich würde sagen, ich erkläre jetzt erstmal, wie das Ganze funktioniert. Also, Sword Art Online werden wahrscheinlich die meisten von euch kennen, aber es gibt bestimmt noch ein paar, die das nicht kennen, ist ein Anime. Aus welchem Haus, beziehungsweise wer die Animation gemacht hat, das weiß ich jetzt gar nicht. Auf jeden Fall ist das ein Anime, das basiert sozusagen auf einem MMO, also ein Massive Multiplayer Online Game. Und Virtual Reality irgendwie zusammengepackt. Und ja, also es gibt, und dann, wie ich das jetzt verstanden habe, gibt es also verschiedene Spiele über die Zeit. Also im Laufe der Serie gibt es verschiedene Spiele. Ich bin sozusagen im zweiten Spiel jetzt drin gegen Ende. Das zweite Spiel heißt, ich glaube, Alf's World oder so. Also ganz komisch, so eine Mischung aus, ich weiß nicht, keine Ahnung, es hört sich so ein bisschen Dänisch und Englisch an, aber keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall, das war die zweite Season und dann die erste Staffel war ganz einfach Sword Art Online, das war das Spiel und die erste Staffel hatte als Feature sozusagen oder was am meisten gebraucht wurde oder halt was die größte Bedrohung war sozusagen, war, dass das Permakill war, also wenn du da drinnen stirbt erstens dein Charakter, du kannst nicht wiederkommen oder so, aber den Charakter, der an das Virtual, also der, nicht der Charakter, sondern die Person halt im Real Life, die an das Virtual Reality Headset gebunden ist, wird sozusagen auch, ja, mitgerissen in den Tod, also durch Mikrowellenstrahlen, was ich schon ziemlich lustig fand, dass sie wirklich einfach sagen, Mikrowellenstrahlen machen das, durch Mikrowellenstrahlen wird dann also sozusagen dein Gehirn zu Brei, so hat er das erzählt. Also, ich weiß nicht, wie auf die Story gekommen ist, aber das hat mich schon so ein bisschen,
ja, keine Ahnung, also da war ich irgendwie schon viel zu sehr drinne, dass ich das irgendwie noch hinterfragt habe. Dann gab es, also es gibt allgemein viele Probleme in der Online-Welt, werden da auch allein drüber geredet. Wir haben nicht wirklich die Hater, sondern eher die Bösen spielen, da es auch sozusagen eine PvP-Funktion gibt. Was natürlich da 10.000 Mal schlimmer ist, weil es ja theoretisch so ist, als ob du jemanden in real life umbringst. Deshalb habe ich das auch verstanden. Also, wie gesagt, es ist eigentlich so alles ein bisschen extremer. Und das fand ich auch wirklich gut. Muss ich jetzt ehrlich zugeben. Ist viel, viel besser, als ich erwartet hatte. Sonst hätte ich das auch nicht alles geguckt, wenn ich ganz ehrlich bin. Also ich war wirklich so gefesselt, ich bin irgendwann ich hätte noch weiter geguckt, aber ich bin irgendwann eingepennt. bei der drittletzten oder viertletzten Folge, bevor sie beim Baum des Lebens sind. Wie gesagt, für alle, die es geguckt haben, die können sich das ja darunter jetzt vorstellen. Für alle anderen bin ich sorry, aber ich kann es wirklich nur empfehlen, dass ihr euch das Ganze anguckt. Und ja. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer das vorgeschlagen hat, auf jeden Fall danke dafür. Also da bin ich jetzt wirklich gerade sehr reingezogen in den Anime und ja, ich weiß immer noch nicht, was ich jetzt da noch erwarten sollte. Ich weiß nicht, ob es noch besser wird oder schlechter wird. Auf jeden Fall, ich freue mich sehr. Ihr seht schon, ich habe Alvida entwickelt. Das habe ich jetzt noch gemacht, kurz vor Mihawk. Einfach damit ich noch Alvida drin habe. So zur Sicherheit noch. Hier aktiviere ich jetzt eigentlich nur noch die Sunny. Ist eigentlich auch ganz nicht schlecht. Geben uns doch mal ein extra drauf. Und bei Mihawk sind diese 50.000 machen bei Mihawk nicht wirklich viel aus. Also da ist man wirklich eher auf der sicheren Seite. Normalerweise schafft man das natürlich alles so, logischerweise. Aber habe ich mir jetzt eigentlich so angewöhnt. Auch wenn es nur ein ist, würde ich wahrscheinlich auch so schaffen. Aber so hat man ja ein bisschen weniger Stress. Und ja, ich bin sehr gespannt, was jetzt noch kommt. Ich hatte das ja bei vielen Anime, dass die dann irgendwie bei der Hälfte, wo ich das irgendwie bei der Hälfte das Interesse verloren habe. Das sollte mir hier eigentlich nicht passieren, wenn ich ganz ehrlich bin. Also ich mag das schon sehr. Also ich mag, wie soll ich das sagen? Ich finde die Idee einfach gut. Ich habe auch gehört, dass es viel, viel mehr Spiele in diesem Stil gibt, sozusagen, dass das ein Online-Spiel, also ein MMO ist. Und ich bin echt, wie gesagt, falls ihr davon noch was wisst oder falls ihr Namen von solchen Animes wisst, die im Endeffekt ähnlich wie Sword Art Online sind, gerne mal in die Kommentare schreiben, weil auch das hat ja mal ein Ende und dann kann ich mich schon mal ein bisschen umsehen für sozusagen den Nachfolger, aber ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gehypt für die Folge und werde, wenn ich das hier aufgenommen habe, ja, sagen wir mal so, definitiv weiter gucken. Also das ist auf jeden Fall schon auf meinem Tagesplan jetzt mit drin. So. Was machen wir denn jetzt hier? Ja, gut, machen wir das so. Ich benutze immer natürlich die roten zuletzt hier. Vor allem, da kam der Miss, ey. Das ist sehr schlecht, so ein Miss. Vor allem, wenn ich jetzt mit Ray drin bin. Mit allen anderen ist es nicht wirklich das Problem. Gut. Ach, Mann. Ja, ich hasse das jetzt so ein bisschen. Jetzt bin ich natürlich wieder angeschlossen an Mobizen. Und deshalb kann es mal zwischendurch zu einem Lag kommen, was natürlich ein bisschen bitter ist. Ah, okay. Gut, nehme ich das mal eben mit. Das Freistückchen. So. Aber mit den beiden roten Orbs sollte uns auch eigentlich wirklich, ja, sehr gut geholfen sein. Ich hoffe, das schaffen wir noch. Wir haben mit so Ray. Ja, machen wir mal Ray, aktivieren wir. Warum meine ich nicht? Und dann sollten wir auch eigentlich ganz gut hinkommen, wenn ich jetzt nicht übermäßig misse hier. Also normalerweise ist aber klar. Zur Not aktiviere ich nochmal wieder. Einfach auf Nummer sicher, ne? Damit ich wirklich jetzt nicht so one-hit bin gleich, falls es nicht klappt. Ich nehme nochmal das mit. So, dann gucken wir mal. Jetzt weiß ich nicht, wie ich da hätte nehmen sollen. Ich habe jetzt auch Arlong da genommen. Ah, knapp. Okay, ich hoffe, wir überleben das noch. Eigentlich schon mit dem Alvida-Buff. Oh. Das haben wir mal knapp überlebt. Aber auch nicht schlecht. Gut. Haben wir den besiegt, den Mihawk. Ja, aber deshalb habe ich Alvida einfach drin. Ne, also einfach so zur Absicherung. Ne, damit das wirklich klappt. So, ich
mache jetzt mal zwischendurch immer die Musik ein bisschen lauter und leiser, kommt auf die Stimmung, kommt auf die Lautstärke des Spiels gerade an. Aber ich bin wirklich positiv überrascht und ja, also es ist definitiv, ja, ihr seht, sagen wir mal so, das gibt sehr, sehr viel EXP, wenn man Team Mihawk macht, jetzt mit dem Doppel-EXP-Event. Also das lohnt sich für mich auf jeden Fall auch und ich glaube, wir haben sogar noch Special Up, bin ich mir jetzt aber nicht sicher, da gucke ich, dann versichere ich mich gleich nochmal. Dann werde ich die nämlich gleich einfach zu meinen Mihawk reinfüttern, die Kopien, und das ist auf jeden Fall, ja, sehr, sehr gut sozusagen. Also, dann gucken wir mal. Und zwar haben wir ja noch die Event-Schnecken auch noch zu diesen, zu diesen Doppel-EXP-Event auf der Extra-Insel. Und ja, mal gucken, ob wir noch eine finden. Aber ich wollte euch einfach nur so einen Zwischenbericht davon sagen. Ich habe allgemein noch schon viele, noch viele Animes empfohlen bekommen. Auch jetzt von Yeti Tobi, wenn wir mal geskypt haben oder so. Also, ich war ja, wie gesagt, im Endeffekt waren wirklich One Piece und so alles, was ich früher auf RTL 2 geguckt habe, das war eigentlich bis jetzt so meine Auswahl von Animes, also sehr, sehr auch in die, ja, wie soll ich das denn sagen, wie heißt es denn, keine Ahnung, so mit den deutschen Synchronstimmen, die sind ja jetzt auch nicht immer das Beste, aber trotzdem bei Sword Art Online finde ich das trotzdem gut. Ich habe zwar noch nicht den japanischen Dub gesehen, aber von die Stimmen gefallen mir, sind jetzt nicht so schrill, dass ich irgendwie sagen müsste, nee, da muss ich jetzt rüber switchen. Also das finde ich eigentlich total okay. Also, ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Ich werde mich jetzt wieder an Sword Art Online ransetzen. Also, ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Wenn euch der Part gefallen hat, den Daumen nach oben nicht vergessen. Falls ihr irgendwelche Fragen habt zur globalen oder japanischen Version, einfach in die Kommentare schreiben. Und wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, wie immer, den Abonnieren-Knopf drücken. Dann verpasst ihr keine Folge mehr. Und wenn ihr auf dem Handy seid, könnt ihr noch die Glocke auf meinem Kanal drücken. Dann bekommt ihr immer eine kleine Nachricht, wenn ein Video von mir hochgeladen wird in eurer Nachrichtenleiste da oben bei eurem Handy. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Bis denn und ciao.